Herzlich willkommen zu The Data Brothers. Der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence. Mit Andreas Bebersdorf und Markus Wegener. So, Andreas, nach kleinen Startschwierigkeiten sind wir nun live und können in die nächste Folge The Data Brothers gehen. Wie geht es dir? Mir geht's wunderbar, Markus. Und ich kann dir nur eins sagen, ich werde zum Italiener, wenn das so weitergeht. Ich kann dir sagen, die Landsleute gefallen mir. Die wissen einfach, wie man Arbeit, Freizeit, Vergnügen miteinander verknüpfen kann. Aber tatsächlich, glaube ich, ist das gar nicht heute unser Thema, dass wir das Thema Deutsche Vita aufnehmen. Du hast uns ein Thema mitgebracht. Magst du mal was dazu erzählen? Ja, ich wollte es gerade aufnehmen, weil du ja auch im Prinzip gerade von einem Event kommst in Italien. Ich war ja nur im beschaulichen Lingen beim Data Grillen und es war sehr spannend, wer alles aus der Welt da nach Lingen reist, um Vorträge zu halten. Und ein Thema, das hat mich beeindruckt oder auch so ein Themenkontext, in dem ich mich bewegt habe. Und das ist das Thema FinOps, also Financial Ops und der Gedanke, dass wir heutzutage ja schon viel in die Richtung DevOps gehen, dass wir versuchen, bestimmte Prozesse zu automatisieren, entsprechende Approvals, also Bestätigungen für bestimmte Schritte zu bekommen und dass man das Ganze aber auch auf der finanziellen Seite berücksichtigen müsste und eigentlich hingehen würde, ich produziere ein Datenprodukt und eigentlich wäre es doch auch wichtig, vorher zu wissen, was soll eigentlich mein Datenprodukt kosten? Oder wenn ich bestimmte Entscheidungen treffe, welche Kosten dahinter liegen. Und das würde ich ganz gerne mal mit dir besprechen. Und ich gehe einfach mal so ein Beispiel rein, was ja heutzutage durch die Cloud relativ häufig so ergibt, ist, dass wenn ich in Geschwindigkeitsprobleme oder wenn ich irgendwelche Probleme habe, kann ich in der Cloud relativ schnell Ressourcen dazu buchen. Das erzeugt aber auch gleichzeitig Kosten. Und die Frage ist ja durchaus berechtigt, sich mal zu hinterfragen, in welchem Verhältnis stehen eigentlich Kosten zu den Leistungen, die ich mir dann entsprechend dazu buche. Gleichzeitig auch die Überlegung, wie optimiere ich eigentlich mein Datenprodukt zu meinen Kosten? Ist es wirklich günstiger, über einen längeren Zeitraum meine Ressourcen hochzuschrauben? Oder entsprechenden Aufwand in die Optimierung zu stecken, wenn ich zum Beispiel ein Datenmodell habe, was sehr imperformante Abfragen hat, dann verbraucht das halt sehr viele Ressourcen und jetzt die Frage, optimiere ich mein Datenmodell oder meine entsprechenden Ressourcen und ja, der FinOps-Gedanke war eben auch dahin gegeben zu sagen, ich möchte das Ganze planen, ich möchte entsprechende Planwerte errechnen können, auch tracken können und hinzugehen, auch zu sagen, wenn ich jetzt entscheide, etwas zu tun, dass ich mir auch das förmliche finanzielle Agreement damit zuhole. Weil, wie gesagt, es ist heute relativ einfach in dem DevOps-Gedanken, dass ich mal eben schnell eine Dev-Umgebung aufbaue, dass ich eine entsprechende Test-Umgebung aufbaue, dass ich das Ganze produktiv gebe. Aber an jeder Stelle würden unterschiedliche Kosten auftauchen und entstehen und die durchaus auch im Vorfeld schon mal im Blick zu haben und sagen, okay, wir machen dann Proof of Concept und ich habe vor, folgende Elemente zu nutzen und für die Skalierung, die ich dann in meiner Entwicklung brauche und lasse das jetzt über einen gewissen Zeitraum laufen, entstehen solche Kosten. Das mal gedanklich durchzuspielen, fand ich schon sehr interessant. Andreas, kannst du mit dem Thema was anfangen? Ich glaube schon. Ich finde allerdings gerade das Thema, was du dort ansprichst, wird ganz oft sehr, ich will das mal vorsichtig sagen, nicht vollumfänglich betrachtet. Weil grundsätzlich ist es ja immer der erste Gedanke für mich, habe ich genügend Informationen, um daraus erstmal das ganze Thema ableiten zu können? Und was mir bei dem Cloud-Gedanken immer noch schwerfällt, wenn wir das erste Mal zum Kunden gehen, wie viel wird mich das denn in der Cloud kosten? Pro Monat, pro Jahr, pro User? Das ist gar nicht so leicht, weil das ganze Thema Kalkulation der Kosten müsste ja auch bedeuten, ich kenne die Datenmenge, Datenaktualisierungsqualität, also wirklich, ich kenne alle Parameter, um es ausrechnen zu können. Und selbst dann ist es immer noch sehr schwammig. Und was dann manchmal passiert, dass der Kunde feststellt, ups, diese Flexibilität, die ich in der Cloud bekomme, also rein dieses, ich kann was zuschalten, wie du es ansprachst, ich kann was abschalten, ich bewege mich selbst auf einem flexiblen Rahmen. Das ist übrigens wie mit allen.
wenn du etwas Flexibilität haben willst, kaufst du dafür es auch mit einem gewissen Preis ein. Und den hast du dort nicht sofort in der Tasche. Und was mir da immer missfällt, ist, wir haben meist bei dem Kunden noch nicht die Erfahrungswerte. Also was musst du als allererstes machen? Erstmal die gesamten Informationen sammeln. Das kannst du nur, wenn du den Betrieb schon hast. Heißt für mich, erst im Betrieb kommst du langsam dahin, dass du sagst, ah, in der Cloud, jetzt stelle ich fest, ist was anderes als ein Blech kaufen. Ich sehe jetzt, oh, folgende Kalkulationen laufen, das bedeutet das an Kosten. Ich habe in etwa folgenden Traffic auf der Netzwerkleitung drauf. Das kriege ich hin. Dann habe ich das safe, aber dafür muss ich es erstmal betreiben. Und das ist wirklich immer ein ganz schwieriges Thema. Und wenn du jetzt die ganzen Technologien anschaust, du kannst ja auch schon eine fertige Box kaufen. Da weißt du aber nicht, ob die Box ausreicht. Beim Blech sagst du, okay, ich könnte gegebenenfalls das Blech so bestücken, dass ich es auch nachrüsten kann. Ist leichter, aber trotzdem kostet ja auch das Geld. Fällt mir immer wirklich schwer. Und jetzt habe ich das ganze Thema Software oder Hardware quasi für mich, das, was ich dort habe. Was auch ganz oft ein Thema ist, das ganze Thema Ausgaben im Sinne von, welche Ressourcen ich benötige. Und was viele Kunden immer so ein bisschen unterschlagen, ist das Thema, was kostet mich auch mein internes Personal? Nicht nur, dass ich Berater benötige, sondern das Thema intern. Das wird meistens so ein bisschen, weil die Kollegen ja eh schon als Ressource da sind, heißt ja nicht, dass sie keine Kosten erzeugen. Also das fehlt ganz oft. Und die gesamten Teamkosten, intern wie extern, das ist das, was wirklich immer ein bisschen fehlt. Und manchmal ist es ja auch so, dass diese Kollegen, gerade auch bei Beratern ist es ja so, aber da kriegst du dann halt am Ende eine Rechnung. Bei internen Kollegen, der macht jetzt nicht 100% nur dieses eine BI-Projekt, sondern hat vielleicht gegebenenfalls noch zwei weitere, die er betreut. Dann habe ich einen Projektleiter. All diese Transparenz, die kannst du nur schaffen, wenn du ganz klar abgrenzen kannst, welche Aufgaben er wann oder die Kollegin wann und wie macht. Es fällt mir, wie gesagt, nicht sofort von den Armen, dass ich dir sagen könnte, es passt nicht. Dieses Thema, was kostet mich mein Projekt oder was bedeutet denn eigentlich, wie viel gebe ich dafür aus? Und Markus, auch hier gilt es wie immer, du kannst noch so viel ausgeben, bist du denn auch mit dem Projekt erfolgreich? Erfolgreich, hast du deine Ziele erreicht? Da bin ich schon bei dem nächsten und nicht nur das, wo verbrauche ich das Geld? Manchmal will man ja auch in das Thema Optimierung investieren, aber bevor ich jetzt abdrifte, habe ich den Punkt in etwa getroffen oder war ich jetzt komplett daneben? Nee, genau, das sind ja die spannenden Punkte, weil wir sie auch so gesehen haben und auch der Speaker, das war der Hamish Watson, der das aufgebracht hatte, der tatsächlich zeigte, wie er das in seinem Projekt überhaupt losgestartet hat und hat einfach gesagt zu seinem Vorgesetzten oder zu seinem Kunden, ich sehe da Optimierungspotenzial und hat auch schon mal eine grobe Zielrichtung angegeben. Und wir wissen auch, es ist ja nicht immer eine grüne Wiese. Also es ist durchaus ja auch schon mal was vorhanden. Und auch gerade das ist, glaube ich, ein ganz guter Gedanke, dass man das überhaupt erstmal erfassen kann. Und er hat dann auch gezeigt, für welche Bezug er welche Datenquellen angenommen hat und hat gesagt, okay, wenn ich mich in dem Bereich bewege, gibt es schon Kalkulatoren, Rechner, mit denen ich sowas vorberechnen kann. Er hat tatsächlich sogar Personalkomponenten nachher hinzugezogen, um auch solche Sachen mit in seine Berechnung aufzubringen. Aber klar, wie wir es schon sagen, wir sind nicht auf einer grünen Wiese und tatsächlich geht es darum, Kennzahlen zu erheben. Und das bringt so ein bisschen diesen Durchlauf, der auch an anderen Stellen war. Ich war zum Beispiel bei Benny De Jager im Talk, der hat wieder viel darüber gesprochen, über das Monitoring. Monitoring gefühlt sowieso aktuell ein Riesenthema, auch im Rahmen von Fabric, um einfach zu verstehen, wo entstehen meine Kosten, was kostet mich eigentlich der Zwischenpart. Der Arthur König, also mein Chef, beschäftigt sich auch viel zurzeit mit dem Monitoring-Thema und brachte für mich auch schon wieder so den Gedanken rein, ja, okay, das Ganze mal aus einer finanziellen Brille zu betrachten und hinzugehen und zu sagen, ich nehme mal das, was die Systeme sowieso schon als Logging mitbringen und das muss ich zu einem Value bringen, also muss ich nutzen, um genau diese KPIs zu generieren oder erstmal sind es ja nur Metriken, aber wenn ich dann hinterlege, wie du es gerade gesagt hast, wo will ich mich eigentlich hinbewegen, was sind meine Ziele, das zu verknüpfen, um dann wirklich auch eine KPI zu bringen und zu sehen, laufe ich eigentlich in die richtige Richtung, weil das haben wir ja auch schon mal im Planungspodcast oder so besprochen, dass es besser ist, einen unkorrekten Plan zu haben, als gar keinen Plan zu haben.
auch erstmal gefühlstechnisch. Wo wird unser Projekt kostentechnisch landen? Wenn wir eine Zielrichtung haben und sagen, da möchten wir landen und das halten wir für möglich und das dann eben auch dokumentieren und tracken und sehen, ja, wir bewegen uns in die Richtung, dann ist das sehr gut und hilft uns ja auch entsprechend nur nicht nur das Produkt selber zu optimieren, sondern auch im Rahmen der Kosten eine Optimierung hinzubekommen. Und daher merke ich auch, man kann auch die Seite von dem Monitoring her betrachten. Und ich selber war dann so im Kopf so ein bisschen am Rumüberlegen und habe gesagt, tatsächlich müsste es doch sogar möglich sein, so Richtung Kostenrechnung zu gehen und zu sagen, ich kann meinen Workspace und meine Kapazitäten scannen. Ich weiß meinetwegen, dass ich eine F64-Kapazität habe und weiß, was ich am Monat dafür zahle, auch wenn es jetzt mal ein Fixpreis ist. Und gleichzeitig könnte ich aber auch überprüfen, welche Ressourcen oder welche Aktivitäten eigentlich was von meiner Kapazität entsprechend laden. Und nachher könnte ich sogar versuchen, vielleicht Umlagen zu bilden und zu sagen, okay, ich habe hier einen Workload, der über meinen Dataflows zentralisierte Datenaufbereitung macht, aber daraufhin werden folgende Datasets befüllt und könnte sagen, okay, ich verteile meinetwegen die Kosten des Workloads anteilig auf die Datasets. Und ich könnte auch wieder schauen, welche Consumer habe ich auf den Datasets, was habe ich eigentlich an Abnehmer und könnte vielleicht auch da überlegen, in welche Abteilung oder in welche Richtung gehen solche Sachen. Weil was wir auch schon mal besprochen haben, war ja, oder schon mal gehört haben, war jetzt, wenn jemand im Self-Service-Bereich ein Modell baut und sagt, ja, funktioniert doch, es ist aber nicht so performant und es frisst mir die Ressourcen weg, dass das ein oder andere Unternehmen hingeht und sagt, die Leute, die sich nicht an die Spielregeln halten, werden auf eine Kapazität ausgelagert, wo sich die anderen Leute auch befinden, die sich nicht an die Spielregeln halten und dadurch behindern die sich nur gegenseitig, behindern aber nicht unseren guten Wirkbetrieb. Und das zu sagen, nee, wir können das eigentlich sogar kostentechnisch sagen und können dem, ja, den Erbauer oder den Teammate sagen, hier, schau mal, das, was du gerade machst, sorgt dafür, dass kostentechnisch du so und so viel Anteil dieser Kapazität eigentlich an Wert verbrauchst. Und natürlich, ne, wenn wir jetzt mal die Kapazität nicht bei 100% fahren, sondern nur bei 50% und so weiter, dann kommen Kosten auf für die nicht genutzte Leistung, die wir sie auch auf die Projekte verteilen müssen. Aber letztendlich wäre ja das dann wieder die Entscheidung zu sehen, können wir eigentlich die Kapazität runterschrauben? Was sind die Features, die wir benötigen? Sind es bestimmte Features, die nur bestimmte Teilbereiche benutzen, um einfach da auch wieder in so einem entsprechenden, ja, Handlungsspielraum und Entscheidungsspielraum zu kommen und eben einfach nicht zu sagen, okay, ist sowieso schwer zu ermitteln, machen wir nicht. Also klar, auch die Ermittlung erzeugt Aufwand, aber sich überhaupt mal Gedanken zu machen, wie kann ich das eigentlich in geordneten Prozesse bringen? Wie kann ich meinen Ist-Zustand analysieren? Auch das muss ja eigentlich für den fairen Vergleich da sein. Und ich glaube auch im Vortrag es so gesehen zu haben, der hatte eine große Datenarchitektur mit verschiedensten Sachen on-premise und so weiter. Und dann auch aber wieder zu entscheiden, okay, wir haben Technologieentscheidungen gemacht. Und für diese Technologie müssen wir aber auch Wissen vorhalten. Und wenn wir es vereinheitlichen würden, würde uns vielleicht die Technologie ein bisschen mehr kosten. Aber dafür könnten wir die Ressourcen, die wir zum Betrieb der Technologie brauchen, viel effizienter einsetzen und könnten uns da gegebenenfalls Kosten von Experten und Beratern einsparen. Also merkst du, wo in die Richtung geht? Siehst du das genauso? Ja, schon. Also, und ich finde tatsächlich, ich merke schon, wenn wir so drüber sprechen, dass das ein ganz schönes Minenfeld ist, auch gerade was das Thema Kosten und wer trägt wann was. Und ich habe wieder gerade, wie das zufälligerweise passt, einen Kunden, da haben wir genau das Thema. Wir haben mittlerweile 3 parallele Projekte, alle benutzen Fabric. So, und wie kriegt man das jetzt zusammen, dass dann jedes Projekt quasi auch die Kosten mitträgt, die es da verursacht? Sei es in der Testinstanz, in der Entwicklungsumgebung, in Produktion. Das muss man ja wirklich sauber auseinander. Und dieses ganze Monitoring ist noch etwas, was in den meisten Projekten tatsächlich stiefmütterlich behandelt wird. Wahrscheinlich, so wie ich das bis jetzt bei den meisten Kunden gesehen habe, wird das dann immer auf Basis der
Benutzerzahlen wird es dann ein bisschen umgelegt, so ein bisschen wie früher mit Raummiete und ähnliches, egal wie oft du die Heizung auf volle Pulle gedreht hast oder eben nicht, weil der Markus spart die Energie und dreht nicht so hoch, der Andreas, der möchte es gern kuschelig, schon wird es unfair. Und dieses verbrauchsgenaue Übergeben der Kosten an die einzelnen Projekte, das muss man viel mehr machen. Und ich habe so manchmal das Gefühl, auch wenn wir das Thema Technologie angehen, wie heißt das immer so schön? Der Tom hat das immer so schön gesagt, erst grübeln, dann dübeln. Und wenn ich in diesem Self-Service-Ansatz ganz vieles sehe, wir haben gerade wirklich einige Sachen, wo wir dieses Thema Optimierung angehen. Wirklich Optimierung im Sinne von die Performance des Modells, da muss ich was tun, weil so wie es gemacht wurde, funktioniert es nicht. Ich werfe das keinem vor, nur dadurch, dass es den Self-Service-Gedanken gibt, versuchen viele das so zu machen, wie es klappt. Und manchmal vernachlässigen sie, dass dann gewisse Engines gut sind, gewisse weniger gut. Und dieses Wissen, das müsste eigentlich viel mehr genutzt werden. Also wieder das Beispiel, benutzt du lieber Power Query oder lässt es lieber den SQL-Engine machen? Wo macht wann was Sinn, um irgendwelche Tabellen zu verknüpfen, zu mergen? Und wenn der Kunde sagt, ah, das hätte ich ihm vielleicht sagen sollen, ich brauche die Daten nicht nur einmal am Tag, sondern vielleicht mehrmals, weil es wichtig ist, dann hätte man ja vielleicht die Technologie an einer anderen Stelle gesetzt, weil gewisse Engines halt gewisse Vorteile bieten. Und all das, was dann bedeutet, jetzt verbraucht diese Engine so viel Energie, zahlst du dann auch verbrauchsgenau quasi deine Erzeugungskosten. Weiß nicht, ob man das in jedem Projekt so sauber hinkriegt. Ich weiß nur, dass viele das nicht so nutzen. Und das führt natürlich immer ein bisschen zu Unzufriedenheit, weil jetzt zahlst du diese tolle Instanz, deine F64, aber irgendwie nutzt du sie nicht so richtig. Und immer dann, wenn alle es brauchen, benutzen es alle gleichzeitig. Heißt ja auch, da es eine Instanz ist, die für alle da ist, wie mit dem Blech von früher. Alle zur selben Zeit war noch nie ein gutes Ziel. Also insofern, es ist echt schwierig und mir fällt es immer wieder schwer zu sagen, wo setzt man zu welcher Zeit die richtige Engine ein. Ich weiß nur, ich würde es möglichst früh entscheiden wollen und testen und wir machen genau solche Sachen, wo wir dann halt wirklich so kleine Schnitte rauspucken und schauen, welche Engine für welchen Anwendungsfall die richtige ist. Und ich weiß, wenn du mit Kevin sprichst, dann wird er dir eine andere Engine nennen, als wenn du mit Andreas sprichst. Das ist aber auch wie immer das Thema Vorliebe, weil auch den Kunden sollte man nicht vergessen. Aber erstmal zurück zu dem, auch hier wieder gilt, es gibt Kollegen, die brauchen halt für eine Lösung, sag ich mal, die Lösung A braucht eine Stunde und weil du, Markus, du hast das schon 100-mal gemacht, brauchst du vielleicht nur eine Dreiviertelstunde. Auch hier muss man ja versuchen, dass man das fair bewertet, weil du vielleicht das schon eben 1000-mal gemacht hast, aber die Erfahrung hast du ja auch in den Projekten gesammelt und der Kollege macht das jetzt das allererste Mal oder das zweite Mal. Also wir haben so viele Faktoren, die dafür sorgen, dass es entsprechende Kostenthemen gibt. Auch da kommt hinzu, du bist jetzt der erfahrene Berater, du kriegst natürlich einen anderen Satz an Kosten, als es der junge Kollege oder die Kollegin hat. Insofern, dieses bedarfsgerechte Verteilen der Kosten, wir schaffen das, weil wir tatsächlich auch hier, wir setzen auch auf DevOps, was das ganze Thema Monitoring, Projektzerlegung und Steuerung angeht und auch die, wenn du so willst, bedarfsgerechte Erfassung der Daten funktioniert wirklich gut, aber das kannst du dir halt nicht in jedem Projekt erlauben, weil es gibt natürlich auch mal Projekte, die dann nicht mehrere Monate dauern, sondern wirklich eigentlich eher nur wenige Tage. Da machst du es nie so genau, aber ich weise den Kunden immer vor darauf hin, das ist ihr Budget, das würde ich jetzt noch brauchen und dann können sie entscheiden, wollen wir das machen oder nicht. Diese Entscheidung kannst du ja aber nur dann vorbereitet liefern, wenn du schon Erfahrungsschätze hast. Und Markus, da sind wir wieder bei dem Thema, wie oft hast du denn ein Thema schon gemacht? Wenn du es oft gemacht hast, kannst du eine Abschätzung geben, auch was den Aufwand und die Kosten angeht. Wenn du es das erste Mal machst und es ist ein neues Thema, ist das immer so eine gefühlte Bauchsache, wobei auch ich wieder lernen musste in Italien, auch die Bauchsache kann ziemlich genau sein. Das andere hilft nur noch, um die Nuancen nachzuschärfen und zu sehen, wo du diese Verbräuche hast. Also Bauchgefühl hilft. Aber wie immer gilt, wichtig ist herauszufinden, wo landen die Kosten, wo hast du die Verbräuche und wo lasse ich auch Geschwindigkeit halt an manchmal liegen, weil wir uns vielleicht für die nicht richtige Engine oder Technologie entscheiden, weil das ist tatsächlich in der heutigen Zeit ist es ja quasi schwimmen, da gibt es alles und im Prinzip kann alles alles. Und das versuch mal einem Kunden zu erklären, der sagt, warum nehmen Sie denn jetzt diese Technologie und nehmen nicht die andere? Das kann ja mehrere Gründe haben. Also, ich finde es tatsächlich mega schwierig, auf Basis eines noch nicht bekannten Terrains eine
eine Schätzung abzugeben, was wird mich das kosten. Deswegen hilft es immer, am besten das, was man schon fünfmal oder mehrmals gemacht hat, als Schätzung heranzuziehen. Das klappt wirklich gut. Und ich weiß auch mit Katrin, gerade was das Thema Reporting, Governance angeht, das hat sie schon so oft gemacht, weil sie die Expertise hat. Also bleibe ich bei Governance immer und frage immer Katrin, denn dann weiß ich, sie zählt mir sofort den Katalog auf und sagt, folgende Stellen sehe ich. Und sie bepreist das dann auch immer ziemlich fair, aber vorsichtig, weil da am Ende wollen wir keinen übervorteilen. So, Markus, jetzt habe ich wieder so viel geredet. Magst du da noch was? Hast du bestimmt ein paar Punkte, Ankerpunkte gefunden? Genau, weil in dem Gespräch wurde auch nochmal gezeigt, Function Points und so eine Thematik und sagten, das Konstrukt ist kaum lebbar, weil alle anderen oder normalen Menschen in anderen Einheiten denken. Und ich glaube, das ist genau das Thema, warum das Geldthema so spannend ist. Weil wenn ich jemand sage, dass er so und so viel Leistung verbraucht, das ist für den alle nicht greifbar. Wenn ich denn das Ganze mit einem Preistag versiegeln kann und kann sagen, hier, das ist der Wert, den deine Lösung an der Stelle gerade kostet, dich gerade kostet, dann wird ein ganz anderer Schuh raus. Dann kann er auch viel besser abschätzen, ob ihm das eigentlich das Ganze wert ist, den Mehrwert bringt. Und ich glaube, ich bin da gar nicht mal so stark in der Erstellung, weil, wie gesagt, für mich hat es so ein bisschen auch den Augenöffner nochmal gebracht, die Session mit dem Benny, der gesagt hat, wir befinden uns in so einer Self-Service-Umgebung oder hat ein Praxisbeispiel von ihm benannt. Und die Idee, die sie da gemacht haben, war halt einfach wirklich die Nutzungsdaten und alles, was er so kriegen konnte, zu sammeln und hinzugehen. Und die waren sogar so richtig Best Practice Analyzer und wollten einfach den Tenant immer wieder scannen. Und das haben sie auch gemacht. Also was heißt wollten, so haben sie gemacht. Und haben dann eben versucht, die vorhandenen Informationen, die man damit sammeln konnte, entsprechend zu bewerten und in entsprechende Kennzahlen zu gießen, um zu zeigen, wie viele Reports haben wir da, wie stark ist die Nutzung der jeweiligen Reports und so weiter, viel wichtiger oder viel interessanter ist es, was sind die Datenquellen gewesen, und er sagte auch, das wäre so eine Herausforderung gewesen in dem Rahmen, sie wollten eigentlich eher zu dem zentralen Modell hin, also wie viele Live-Verbindungen haben wir und wie viele separate Modelle wurden angelegt, und wenn wir ein Wachstum mit den Berichten haben, wie verhält sich dazu das Verhältnis der entsprechenden Datasets oder semantischen Modelle, die dazu entstehen, wird eben eine Wiederverwertung angestrebt, und auch innerhalb des semantischen Modells wurde dann eben geprüft, zum Beispiel mit dem Best Practice Analyzer, ob bestimmte Themen adressiert wurden. Und wichtig war ihnen eigentlich da auch gar keine Verbote auszusprechen, um die Leute im Self-Service zu verlieren, sondern tatsächlich zu gucken, wie entwickelt sich das im Unternehmen und wo müssen wir zum Beispiel schulungstechnisch mit weiter angehen. Und gerade diese Power-User, die dem Self-Service machen, zu zeigen, guck mal, wir haben jetzt hier noch mehr Datenmodelle erzeugt. Das ist schlecht, weil wir eben damit mehr Performance aufbringen, höheren Wartungsaufwand haben, und die dann wieder mitzunehmen und zu zeigen, was das eigentlich bedeutet und warum wir eine andere Empfehlung haben. Also auch immer wieder in dieses Education zu gehen, nicht den Finger heben und sagen du, sondern sagen, guck mal hier, wir haben jetzt das und das und das und das bedeutet für uns Folgendes. Und da finde ich wieder, wie gesagt, dieses Geldthema, auch wenn es schwer ist, ich meine, privat würdest du dir was anderes leisten als manchmal im Unternehmenskontext oder so. Also bist du vielleicht noch mehr der Sparfuchs privat oder sagst, ach, ich möchte das trotzdem selber machen. Wir haben diese vorgezeigte Bastelliebe, ne? Man muss auch manchmal loslassen können und zu sagen, ja, ich würde das ganz gerne selber bauen, dann habe ich es im Griff, habe ich es verstanden und habe Spaß daran, aber ich kann mit meinem Know-how einen ganz anderen und wichtigeren Impact machen und ich lasse jemand anderen diese Tätigkeit für mich übernehmen, der weniger kostet meinetwegen oder wo ich vielleicht mit der Lösung nur zu einem gewissen Prozentteil zufrieden bin, aber diesen Vorschub, den er mir liefert, mit dem ich mich nicht beschäftigen muss und meine Zeit woanders investieren kann, die ist der ganze Thematik wert. Und ja, so muss man eben gefühlt bestimmte Sachen sehen. Und daher finde ich so spannend, wirklich diese finanzielle Komponente immer nochmal zu überlegen, wie man sie eigentlich reinbringen kann und wie man sie entsprechend bewerten kann bei allen Aktivitäten. Und gleichzeitig auch zu überlegen,
kann ich das Ganze eben mit einem Plan versehen, um zu sagen, sind wir eigentlich on track, sind wir eigentlich das, was das große Bild, was wir uns vorstellen oder was wir uns als Zielsetzung gemacht haben, haben wir das erreicht? Ja, finde ich total spannend. Markus, vielleicht dazu noch, ich hatte einen Kunden, der hat das mal ganz interessant gemacht. Ich habe folgende Report-Anforderung. Können wir das, was ich hier gerade in Excel habe, so abbilden? Und habe ich gesagt, genau so, wie Sie es gerne hätten, geht es nicht mit einem Aufwand unter einem Tag X. Und ich habe damals wirklich, das war wirklich was ganz Verrücktes, was er da gebastelt hat, manuell. Und ich habe gesagt, wenn wir das so machen, wie Sie es genau dort haben, ist der Aufwand bei über 10 Tagen und ich kann nicht sagen, ob ich das so lösen kann. Aber ich mache einen Alternativvorschlag, weil auch hier gilt, manchmal ändern sich ja auch die Technologien und du weißt selbst, Excel ist anders als Power BI, als Tableau oder ähnliches. Wenn du dann einen anderen Ansatz willst und er sagt, okay, das Inhaltliche bleibt gleich und ich habe danach am Ende eine Lösung gehabt, die nicht 10 Tage, sondern 2 Tage gebraucht hat und ein bisschen schön machen und hübsch und abgeben, 4, war die Lösung für ihn komplett in Ordnung und er konnte für sich einen Haken dran machen, weil auch hier gilt wie immer, jetzt hast du diese 20 Reports oder 30 Reports und ich habe jetzt einen Kunden, der fordert 50 Reports. Ich habe sie mir angesehen und auch hier gilt, es sahen einige sehr ähnlich aus, andere sind nur andere Filtereinstellungen. Vielleicht sind es gar keine 50, weil der Kunde hat natürlich ein ganz anderes Verständnis, wie sein Reporting bisher ist und wie vielleicht das neue Werkzeug das Ganze abbilden kann. Und am Ende gilt für mich, wenn wir dann ein ähnliches Ergebnis liefern können mit weniger Aufwand, aber trotzdem dasselbe abliefern können, heißt es für mich ja immer noch, jetzt hast du deine neuen Reports, wie werden diese genutzt? Also sprich, am Ende muss ja auch der Report die Kosten aufnehmen, die er dann vielleicht auch erzeugt hat. Also nicht nur in der Erstellung, sondern auch später Nutzung. Was hilft es mir, wenn ich 20 Reports erstelle? Davon werden 5 intensiv genutzt und die 15, das sind so eine, die wollten alle haben, aber ich habe das Gefühl, über das Monitoring, was ich jetzt sehe, nutzt die keiner. Aber die müssen trotzdem dafür bezahlen, weil 15 Reports nicht genutzt ist auch wirklich etwas, was für mich bedeutet ineffizient. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, woran das liegen kann. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Es ist ja nicht nur die Projektabteilung, die das aufnehmen muss an Kosten mit ihren Mitarbeitern, mit allem, was dazugehört, sondern am Ende, wie nutzt du das Ganze? Nochmal, es hilft dir nichts, alles toll hinzustellen und wir sind da ja im Privaten genauso. Es wird immer hinterfragt, nutzt du das so in der Form nur hinstellen und damit das schön aussieht, ist ja jetzt nicht das, weil am Ende zahlst du für alles einen gewissen Preis. Genauso für das Nutzungsprodukt und am Ende ist es der Report, den sich irgendjemand anschaut, um zu entscheiden, war das die richtige Entscheidung und was sehe ich jetzt hier als Ergebnis? Und sei es nur, dass ich dort meine Fuel-Verbräuche für irgendwelche Reisen oder sonstiges sehen kann, ohne dass ich da jetzt einen Kontext habe, der das aktuell trifft. Aber die Frage ist ja immer, wer trägt am Ende die Kosten und wer macht dafür das Portemonnaie auf? Und das, Markus, haben wir ja auch schon ganz oft gehabt. Der Kunde möchte natürlich auch verstehen, wenn du ihm sagst, das bedeutet folgenden Aufwand in folgenden Kategorien. Kann ich das und will ich mir das so leisten? Ja, du hast ja auch meist ein Bild als Kunde vor Augen, wo du sagst, ich möchte folgende Lösung und ich kann mir vorstellen, das bin ich bereit dafür auszugeben. Und da ist es immer so ein gefühltes Annähern, denn der eine sagt, ich habe folgende Vorstellung und jetzt kommt die andere Seite und sagt, ja, wenn du deine Vorstellung umsetzen möchtest und genau so bedeutet das den Preis A. Er hatte sich aber Preis B vorgestellt. Wieder das Thema, wo nähern wir uns irgendwo an, um dann zwar vielleicht Abstriche zu machen, aber vielleicht nichts zu verlieren inhaltlich. Hast du das auch in deinen Projekten? Ja, es tickt gerade bei mir, weil das ist im Prinzip schon ähnlich, weiß nicht, 20 Jahre her, wo wir eine Applikationsplattform bereitgestellt haben und drauf entwickelt haben. Und tatsächlich waren immer, der Betrieb war so ein laufender Posten, den hat das Unternehmen im Prinzip für sich bezahlt. Die Fachbereiche brauchten die Sponsoren, um eine Applikation erstellen zu lassen. Das wurde dann auch geplant, geschätzt und durchgeführt und auf dieser Gesamtplattform bereitgestellt. Was aber immer wieder vergessen wurde oder was gemacht wurde, ist dieses Thema Rückbau. Also wir waren eigentlich durchaus eine Übergangslösung oder es gab irgendwann mal ein Thema, wann die Applikation eigentlich nicht mehr notwendig war und dafür gab es dann keinen Sponsor und keinen, der diese Verantwortung dafür übernommen hat. Und was das eben führt, ist, dass da Zombies rumlaufen oder Leichen, die eigentlich Ressourcen fressen, die nicht benötigt werden, aber keiner
ist bereit dafür zu zahlen, das Ganze rückzubauen, weil das ist durchaus auch Aufwand, das vergisst man immer. Es ist ja nicht einfach nur löschen, sondern es müssen bestimmte, meinetwegen Schnittstellenpartner informiert werden, dass diese Schnittstelle nicht mehr existiert. Und das ist witzig, ne, weil der kann es eine Schnittstelle geben, wo keine plausiblen Daten mehr rübergehen und im Prinzip interessiert sich keiner dafür. Aber sobald du diese Schnittstelle abschaltest, laufen bestimmte Prozesse nicht mehr und es ist ein großes Hi-ho, dass man vorher nicht informiert hat und so weiter. Aber auch das eben zu planen und durchzuführen, ist ein eigenes Projekt, was die meisten nicht bereit sind zu bezahlen. Und genauso, wie du es dann eben auch im Rahmen von Power BI angesprochen hast, war, glaube ich, auch von Benny immer wieder die Nachricht, guckt, was überhaupt an Informationen schon bereitsteht und wie ihr da raus Insights ziehen könnt. Macht da nicht den Finger zeigt mit oder hebt den nicht und macht Vorwürfe, sondern guckt doch mal rein, ob ihr erkennen könnt, dass da ähnliche Berichte sind, dass da Berichte sind, die nicht genutzt werden und kommt in die Kommunikation mit den entsprechenden Leuten und ob man da nicht optimieren kann oder entsprechend anpassen kann, damit man eben zum Beispiel nicht genutzte Berichte los wird, weil du weißt genau, wie es ist, ne? Du hast jetzt eine neue Plattform, die starten mit 50 Berichten, wenn sie jetzt wirklich nur 20 Berichte nutzen und tatsächlich zum Zeitpunkt X doch nochmal eine Migration brauchen, werden sie wieder genau diese 50 Berichte anfordern, obwohl sie wirklich nur 20 bräuchten oder so. Also man ist ja dann, die Leute wollen ja natürlich auch safe gehen. Es wird jetzt keiner innerhalb des Projekts sagen, wir nehmen das nicht mit, um nachher den obersten Chef an der Strippe zu haben, der ihm sagt, warum hast du eigentlich die anderen Berichte nicht mit übernommen? Die brauche ich doch einmal im Jahr zum Jahresabschluss oder so, weil er irgendwas übersehen hat, sondern die Leute gehen dann safe und sagen, okay, wenn die Kosten in irgendeiner Form gedeckelt sind oder wir es darüber geklärt haben, dann nehme ich es jetzt mit, ist meinetwegen Bundle und ich kann den Andreas im Preis drücken, wenn ich 50 statt 20 Berichte anfordere. Ja, aber Markus, das ist es ja. Du weißt nicht, wie oft der Bericht benutzt wird und selbst wenn er nur einmal oder zweimal im Jahr benutzt ist, kann er trotzdem sehr wichtig sein. Aber wir haben es immer so gemacht, diese ganzen Berichte, dass wir auch immer einen Verantwortlichen dran helfen. Du weißt, wie es ist, redet miteinander. Es gibt immer einen, der ist verantwortlich, dass dieser Bericht benötigt wird und es gibt einen, der verantwortlich ist, dass die Daten auch bereitstehen. Und auch dieses tolle Thema Lineage, das hast du immer sofort wieder auf der Pfanne, weil jeder muss sich darum kümmern, dass irgendein Strang bestimmt noch für irgendetwas gut ist. Und bevor du ihn abschneidest, solltest du wissen, was da alles dranhängt. Ja, wir haben das in unseren Projekten auch immer wieder und das ist echt nicht zu unterschätzen. Ja, und selbst wenn es nur die kleine Büchse ist, die irgendwelche Excel-Sheets in Makros aufbereitet, kannst du abschalten, wenn du weißt, dass es wirklich niemand mehr benötigt. Und derjenige, der zuerst schreit, hat vielleicht vorher nicht mitbekommen, dass hier was Neues gestaltet wird. Auch das Thema Kommunikation könnten wir Stunden mitfüllen, weil du siehst, die ganzen Fehlerquellen hat es alle schon gegeben. Wichtig ist nur, dass das Thema Kosten immer wirklich auch hinterfragt werden kann, weil manchmal gibt es ja auch Kosten, die sind unnötig und da kann man vielleicht das ein oder andere abschalten, aber andere Sachen sind halt einfach wichtig und wenn jemand die Verantwortung übernimmt und die Kosten auch wirklich tragen kann, dann ist es doch fein. Meinst du, Markus, wir kriegen jetzt die 3 Punkte für den Nachhauseweg und weil es so schön ist und du so motiviert bist, überlasse ich dir den ersten Punkt. Ja, super. Weil dann fange ich nämlich an und sage, man sollte mal schauen, was für Kennzahlen das System bereits liefert oder die über die Systeme abgegriffen werden können. Wir haben jetzt im Power BI relativ viel Vorzüge dadurch, dass wir die Logs bekommen. Damit kann man zum Beispiel auch sehen, wer mit Excel auf die Daten zugreift und, um einfach mal Informationen zu bekommen, wie denn das Nutzungsverhalten ist und wie man daraus sinnvolle Kennzahlen zum Messen des aktuellen Standes ermitteln kann. Und wie gesagt, ich möchte auch sagen, dass das kein Thema ist, was jetzt nicht nur auf Power BI bezieht, sondern das kann man meistens in den verschiedensten Systemen machen. Man muss nur eben gucken, wo die entsprechenden Daten hinterlegt sind und wie man sie eben sichern und auswertbar machen kann. So, dann hast du Punkt 2. Ja, ich kann immer nur sagen, wenn man in das Thema Optimierung eingehen will, immer alles mit auf die Waagschale legen, also sprich alles, was du an Kosten hast, sowohl intern wie extern. Ich weiß, da reite ich gerne drauf rum, weil es manchmal doch tatsächlich vergessen wird. Und es ist immer wichtig, alle, die beteiligt sind an dem gesamten Prozess, mit ins Boot zu nehmen. Und selbst wenn es nur informatorisch ist, besser
einen mehr informieren als einen zu wenig, weil am Ende, wenn jemand den Strang abschneidet und plötzlich Daten nicht mehr kommen, kann es durchaus businesskritisch sein. Insofern redet miteinander und ja, entscheidet dann gemeinsam. Genau, und für uns auch wie immer das Thema, wenn ihr auf See seid, wenn ihr fahren wollt, habt einen Plan, habt eine Richtung, in die ihr wollt. Wie wir schon gesagt haben, auch ein schlechter Plan ist besser als gar keinen Plan zu haben. Auch für Kosten ist es wichtig, eine Richtung zu haben und tatsächlich auch an den Punkt zu kommen, wo man sagen kann, Achtung, wir übersteigen gerade unsere geplanten Kosten. Wie wollen wir weitermachen? Sehen wir, dass die Kosten weiter explodieren werden oder dass wir uns nur um ein paar Euro verkalkuliert haben und wir aber bereit sind, den extra Aufwand zu tragen? Und wenn wir die Kosten unterschreiten, sind wir ja alle glücklich und können vielleicht sogar lernen, wo wir uns verkalkuliert haben und wie wir es besser machen können. Also wir können allein diese Kennzahl oder dieser Plan hilft ja wieder, um es zu interpretieren, zu lernen und neue Erfahrungen daraus zu schöpfen, um dann weiter in Projekten besser zu werden. Ja, dann haben wir es ja. Kann ich nur unterstützen, Markus. Wir haben es und ganz wichtig, die Risiken erkennen ist wichtig und entscheidend ist natürlich immer zu sehen, auf wen muss ich warten, damit ich weitermachen kann. Also auch hier gilt wie immer, entscheidend ist, dass man nicht zu ambitioniert plant, wenn man auf gewisse Leute oder Teams warten muss, die etwas zuliefern und du weißt selbst, wie das ist in dem ganzen Projektgeschäft. Es gibt immer irgendeinen, der obersticht unter, schneller sagt, ich brauche meine Daten und dann muss jemand warten. Wichtiger Prozess für mich. Ja, insofern kann ich nur sagen, wir haben viel Learnings für uns mitgenommen und ich freue mich auf die nächsten Gespräche mit dir, Markus. Jetzt sagen wir wie die Italiener. Ciao. Ciao, Markus. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Markus und Andreas.